Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ein Bohrstrang für eine Vertikalbohrung ist recht übersichtlich konstruiert. Wir haben ganz unten den Meißel, darüber sind die dicken, fetten Schwerstangen, die den Meißel mit Druckkraft versorgen. Wir haben bis zum Bohrturm hoch die dünnen, flexiblen Bohrstangen und dazwischen haben wir als Übergangsgröße die Heavyweight Drillpipes, die dafür sorgen, dass wir keine plötzlichen Steifigkeitssprünge haben. Nun ist aber heutzutage fast jede Bohrung als Richtbohrung ausgeführt. Das heißt, die geht erstmal senkrecht nach unten, aber endet dann meistens in einer Horizontalsektion unten in der Lagerstätte. Und ein Bohrstrang für so eine Bohrung ist deutlich schwieriger zu realisieren. Da muss man schon ein bisschen kreativ sein. Zum Beispiel sehen wir hier hinter mir den Radius der Kurve. Der entspricht ungefähr dem Radius, den eine Eisenbahn hat, wenn sie um eine Kurve fährt. Und in so einem Radius fühlen sich die Heavyweight Drillpipes nicht wohl und die Schwerstangen schon gar nicht, denn die vertragen es nicht, diese Biegekräfte auszuhalten, insbesondere wenn der Bohrstrang im Radius auch noch rotiert wird. Und deswegen müssen wir im Radius die dünnen und flexiblen Bohrstangen einsetzen. Wie sieht es unten in der Horizontalen aus? In der Horizontalen sind die schweren Drillcollars, also die Schwerstangen, völlig ungeeignet, denn die haben viel zu viel Reibung und lassen sich viel zu schwer vorwärts schieben. Und die dünnen Bohrstangen verbiegen sich, so wie wir das hier gerade hinter mir in unserem Experiment sehen, und lassen sich auch nicht vorwärts schieben. Deswegen würden wir in der Horizontalstrecke die Heavyweight Drillpipes platzieren. Die sind nämlich noch irgendwie so leicht, dass sie sich schieben lassen, aber auch so steif, dass sie sich einigermaßen vorwärts schieben lassen. Was machen wir mit den Schwerstangen? Die Schwerstangen sollen Vortrieb erzeugen und deswegen platzieren wir die kurz vor der Kurve so tief wie möglich, dass die den unteren Teil der Bohrgarnitur vorwärts schieben. Tja, und vor und hinter die Schwerstangen platzieren wir Heavyweight Drillpipes, um die Steifigkeitssprünge so ein bisschen zu vermindern. Und alle anderen Teile des Bohrstrangs füllen wir durch Bohrstangen auf. Ja, und ob dieser Bohrstrang, so wie er jetzt hier zu sehen ist, dann auch letzten Endes wirklich funktioniert, ob der kaputt bricht oder hält, ob der genug Andruckkraft auf den Meißel erzeugen kann und ob der Antrieb oben am Bohrturm überhaupt stark genug ist, das Ganze kilometerlang durch so einen komplexen Bohrpfad zu drehen und ob wir das Bohrklein aus so einer schwierigen Bohrung überhaupt rauskriegen, das kriegen wir nur raus, indem wir spezielle Software benutzen und diese Bohrung mal virtuell durchrechnen. Und wenn das eben nicht funktioniert, müssen wir den Bohrstrang nochmal umbauen oder im schlimmsten Fall sogar den Bohrpfad nochmal neu konstruieren. Alles das versuchen wir unseren Studenten in der Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik zu vermitteln. Also kommt nach Freiberg, wir freuen uns auf euch, Glück auf!